Was haben wir da? Torpass des Glücks. Das könnten wir vielleicht brauchen. Schattenhelm. Das ist schon der zweite Schattenhelm. Berserkerharnisch. Ist gar nicht so viel wert. Duck, duck, duck. Also im Verhältnis zum Gewicht natürlich. Ich mag die Musik hier. Mit der Oboe, mit den Oboeneinlagen. Falls ich hier überhaupt das Blasinstrument richtig erkenne. Haha, Stone hat Blasinstrument gesagt. Oh. Lehrbuch. Das haben wir schon vorher gefunden. So, kurz mal den Kram hier. So, Schattenhelm. Genau, das war die leichte Richtung. Wie sieht er denn aus? Ich bin Batwoman. Nein, das muss nicht sein. Nein, das auch nicht. Wo ist er? Da. Lieber hier diesen wahnsinnig stylischen Helm anziehen, den ich ja so wahnsinnig toll finde und so, ne? Moment, gab's hier nicht noch eine Seitenabzweigung? Hier, da, doch. Ach, wir können eigentlich auch gleich mal gucken, was hier dieser Topaz des Glücks bringt. 3 Punkte Glück. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Ich würde es nur einfach nie auf eine Waffe oder Rüstung verzaubern. Da gibt es einfach deutlich praktischere Dinge, die mir in einem Kampf stärker aushelfen würden. Mehr leuchtende Pilze. Nein. Der Erfolgklopfer. Habe ich den Erfolg jetzt bekommen, weil ich so wahnsinnig geskillt hier immer die ganzen Erze abbaue? Ich habe immer in letzter Zeit so ein bisschen die Befürchtung, dass ich die ganze Zeit Silbererzadernhaufen übersehe, weil die einfach immer so unscheinbar aussehen. Und sich nur minimalistisch Silber vom restlichen Gestein abheben. Ach genau, das habe ich ja auch noch ein paar gefunden hier. Ein paar Erfolge verdient. 50 abgebaute Mineralien, gut zu wissen. Und ich habe unüberwindbar bekommen. Für das Abwehren aller Gegnerwellen auf schwer. Das war einfach das letzte Achievement, was man bekommen hat für diese Welt der 1000 Türme. So. Jetzt aber, glaube ich, seid ihr so ziemlich auf dem neuesten Stand. Was haben wir da? Ach genau, ich habe doch fast mein Level up. Wie viel fehlt mir noch? Nee, 170 Erfahrungspunkte. Also eigentlich noch ein Monster hier auf meinem Level und dann haben wir's. Hier ist eine Tür. Ist ein kleiner Raum. Hier sind Griffe, aber ich kann diese Griffe nicht öffnen. Oder nicht anklicken. Na gut, schade. Dann werden wir wohl nicht erfahren, was da drin ist. Unser Level-Up haben wir nur fast bekommen. Nerim-Zeichen gab es ja auch nicht. Aber das ist okay. Hier gab es ja noch ein Lehrbuch, noch eine Teleportrune und alles. Nur nicht zu vergessen, schön viele Pilze. So, weiter gen Süden. Wie viel nehme ich auf? Ah, erstmal 1 Stunde und 10 Minuten. Das ist sehr gut. Wenn ich was schaffen will, nämlich diese Aufnahme, dann auf jeden Fall noch wenigstens das andere Buch einsammeln und dass wir uns schon mal auf den Weg nach Karbaid begegnen. Es ist nämlich Freitag und deswegen, ich habe ja euch, glaube ich, noch gar nicht begründet oder noch gar nicht erzählt, warum ich überhaupt heute dieses Mal mitten am Tag aufnehme, anstatt wie sonst um 20 oder 21 Uhr. Das liegt einfach daran, dass jetzt gerade Freitag ist und ich habe zwar noch für ein paar Episoden Material, Videomaterial, Rohmaterial auf meiner Festplatte, aber nur noch, oh. Yay. Aber eben nur noch für 2 bis 3 Folgen. Und ich werde jetzt für die nächsten 1,5 Wochen nicht mehr zu Hause sein. Deswegen will ich eigentlich hier so ein bisschen vorsorgen, weil da habe ich nämlich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich nicht dazu kommen werde. Was heißt die Befürchtung? Ich weiß, dass ich nicht dazu kommen werde. Wer ist das? Harius der Gebrochene, sogar jemand Besonderes. Hallo? Ich will keinen Ärger. Ah, wahrscheinlich auch questrelevant. Was ist das für ein Amulett? Weiß man nicht. Okay. Harius der Gebrochene. Was für eine Quest ist das? Vielleicht eine Kopfgeldquest oder sowas? Irgendwann, früher oder später? I don't know. Aber bevor ich es vergesse, lasst uns mal
Feuerfunkenkapsel schlucken. So, 42 Glück. Das heißt, ich muss eigentlich echt keine Punkte mehr manuell in Glück setzen beim Level Up, weil ich schon relativ nah an meinen Wunschwert von 50 komme. Und wir sind ja erst noch beim Mittelreich. Und ich denke, wir werden es schon so, auch wenn ich nicht mal speziell danach suche, mindestens im Verlauf des Spiels noch auf 45, 47, auch bestimmt auf 50 schaffen, also. Solange ich nicht komplett nicht nach links und rechts, oh, schaue, geht das schon. Oh, what is it? Ich habe die Aufnahme noch kein einziges Mal richtig gespeichert, erlaubt mir kurz. Was ist dieses Licht da hinten? Das kann doch nicht wahr sein. Miep! Hä? What? Help! Help! Ach, ihr seid doch bekloppt. So, wieder zurück. Erstmal direkt in ihr Gesicht laufen, wenn man schon einen Kampf beginnt. Und du, mein Freund, bist mein Level Up. Yeah! Vielen Dank für diesen schönen Soundeffekt. Kaum zu glauben, dass mir das Spiel genau dann abschmiert, wenn ich in einen Kampf reinkomme. So, Intelligenz plus 5. Noch ein Level Up und wir hatten den Maximalwert an Grundintelligenz. So, mehr Leben, immer herzlich willkommen. Und dann machen wir noch ein bisschen Willenskraft rein. Wird auch Zeit, mal das zu steigern, ein bisschen Widerstand und sowas. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann Stärke hochpushen. Möglichst mit ein paar plus 5er Level-Ups. Was machst du denn da oben? Na, gestolpert? Sie ist noch ganz warm. Trotzdem looten, ist egal. Das nehmen wir mit. Was zum... Oh, what? What? Ah! Aha! What? Oh! What the fuck? What the fuck? Oh, shit! The fuck? Gut, Jungs, ich heile mich mal so lang. Ihr macht das schon super. Ihr macht das echt super. Ich weiß nicht, was für ein Vieh das ist. Irrwicht oder... Ich hab's nicht genau gelesen können. Ahnenlicht. Aber ihr macht das echt super. Oh wow, das Vieh hat nicht viel Schaden gemacht. Ah doch, den Kerl hat es fast getötet. Nicht schlecht. Jetzt habe ich zwar nicht so viele Erfahrungspunkte bekommen, aber das ist vollkommen in Ordnung. Das nehmen wir mit. Stahlkürass nehmen wir nicht mit. Ahnenlicht. Schade, nichts gedroppt. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht irgendeine Reagenz hier gibt. Hier gibt es nichts. Okay, nein, nein, nein. Ein bisschen Lauch. Du Lauch! Birne, Knoblauch, Steinbecher, meh, ins Feuer damit. Sonst ist aber nichts hier, hm. Aber was mich auf jeden Fall jetzt ganz schön heiß gemacht hat, ist der Fakt, dass hier eine ganze frickin' Burg steht. Warum steht hier eine ganze Burg? Was ist das für eine Burg? Ach, das ist die, wo wir im Totenpass mal da unten waren und ich mich mal gefragt habe, werden wir jemals hier hinkommen können? Burg von... What? Ledur? Burg von Ledur. Ledur, Burg... Was zum Teufel? Aber Sildonar, oder? Yo.
Oh, was hast du denn für eine feine Rüstung? Und was hältst du denn so schön fein viel aus? Obwohl, nein, nicht unbedingt zwanghaft mehr als die anderen. Oh, Kettenbandschienen, das war ein normaler, runenverzierter Eisenkürass? Ernsthaft? Oh. Ach, ich fress die Pfeile einfach, weißt du was? Hier, Leute, da habt ihr eure Begründung, warum ich in schwere Rüstung investiert habe. Für alle, die sich schon immer gefragt haben. Ach, Stone! Wieso machst du in schwere Rüstung, wenn damit deine Zauber nicht so effektiv sind? Jetzt wisst ihr Bescheid. Um nicht gleich zusammenzufallen wie der letzte Napp. Ha! Ja. Uppala. Nope. Meine Hühner könnten dich niederringen. Ja. Das ist echt? Wenn ich so heftig aushole, das größte Problem, was ich derzeit mit dieser Mechanik habe, ist, dass man extrem schnell wird bei diesem Ausholen. Man rast wirklich wahnsinnig schnell voran und verfällt in so einen, oh Gott, das wird hier groß, in so einen Sprint-Move. Und das Problem ist, wenn man dann nicht so leichte Korrekturen an seiner Zielung, oh Gott, oh no, ah, geh weg. Du siehst creepy aus, Leibwache des Fürsten, hau ab. Ein Scheiß bist du. Also, jetzt bist du ein Scheiß. Davor weiß ich nicht. Netter Helm übrigens. Stone, den hast du selbst mal gehabt. Ich weiß. Leibwache, das heißt doch, der Fürst muss hier selbst irgendwo auch sein. Oder die Leibwache hat ihren Job einfach nur wahnsinnig schlecht gemacht. So, Schmiedefeuer. Kann man sogar noch anfachen. Braune Schussel. Oh Gott, das sind jetzt nur so Kleinkram-Zutaten. Ich weiß, dass jetzt wieder wahrscheinlich einige sagen werden... Was, Stone? Sammel das alles ein? Das brauchst du doch für Alchemie. Ranziger Genesungstrank. Das letzte Mal, als ich den eingesammelt habe, ist auch schon Ewigkeiten, Level her. So, wir ernten Knoblauch. Na gut, also... Nein! Jetzt ging das Ding die ganze Zeit langsam runter und genau das eine Mal, wo es schnell runter geht, dann drücke ich natürlich den... Uppala! Den Stift rein. Ah, sehr gut. Das sind keine gewaltigen Türme, das sind jedes Mal so kleine Kabinen. Das freut mich sehr. Försterhemd, Seelenfalle. Kleinen Malfresser erwecken. Ist aber nur Rang 2, sonst hätte ich das richtig geil gefunden. Ist aber nicht so bombastisch. Eine Eisenwaffe, ja. Frage ist, wie komme ich da hoch? Gar nicht? Einfach hier so? Mörser des Lehrlings, meh, zum Verkaufen vielleicht. Rostblitz, dann war hier auch noch eine Kiste. Jupp. Ja. Oh, ich glaube, das war's da drin. Ich werde jetzt nicht irgendwie mir den Hintern aufreißen und alles so genau untersuchen. Auch wenn ich gespannt bin, wann der erste von euch sagt... Stone? Ja? Da war ein Nerim-Zeichen. LOL! Nein! Und dann kann ich nochmal rein. Na, was haben wir hier? Hier nach oben hin nichts. Neben der Kiste sonst auch nichts. Im Turm unten ein Sack, 7 Gold, Metallhumpen, Metallschüsseln. Ich kann irgendwie hier nicht in diesen Seitenarm vom Turm, also sieht auch nicht so aus, als ob da hinten noch irgendwas zu finden wäre. Auf der Minimap konnte man auch gerade eben sehen, wie die ganzen Eingänge der Türme alle verzeichnet sind. Die führen alle in denselben World Space. So, dann du... Ganz viele kleine Türme. Ganz viele kleine... Oh. Oh. Ah, Eisenschlachtachs, okay. Auch nichts Besonderes.
Ich glaube, es ist viel mehr, also gar nicht so wichtig. What? Battle Music? Ach so, nein, ich verwechsel das jedes Mal mit der Kampfmusik. Ich schwör's euch. So, hier war ich schon drin, es war ein durchschnittliches Schloss. Okay, wir sind schon fast mit der Burg von Ledur durch. War das nicht der Ort, wo unsere Eltern oder wo unser Dolch, den wir ganz am Anfang gefunden haben, hier irgendwo hingebracht wurde? Da war doch irgendwie sowas. Geheimes Gewölbe. So geheim ist das auch nicht, wenn das so... Ach, okay. Hier rein, da oben rum, da rein, Endbosskampf und unten wieder raus. Alles klar. Logisch. So, Burgfried. Hallo. Überraschung. Napp. Oh, das ist der Fürst. Komm, und ein heftiger Schlag noch. Oh, boom. Hau weg den Sack, Mann. So. Das war nur die Leibwache von dem. So, na, das ist eigentlich alles, ja, lohnt sich alles nicht so, der Berserker-Helm, da lohnt sich, ja, Eisenbarierschwerter. Staun, was redest du da? Wir verstehen kein Wort. Egal. Bank, Tresor, Moment kurz. Das muss ich mir doch gerade auf einem Zettel markieren. Bank, Tresor, 1112. Nice. Das ist echt so nice. Solange wir nämlich keine Quest dafür bekommen, die uns sagt, hey, vergiss nicht da reinzugehen, schreibe ich mir das mal lieber auf. Damit wir nicht vergessen seinen... Oh, wow, hübsch. Hier könnte ich es mir einrichten. Ah, okay, das führt alles dann nach oben. Außer, das führt wieder raus, okay. Handschuhe des Mana-Sturms. Hört sich nice an, gucken wir uns gleich an. Kampf und Karbaid. Ich vergesse jedes Mal, dass ich den ganzen Sachen ja mitnehmen kann, weil die Bücher kann man immer super verkaufen. Keine Nachricht, er konnte wahrscheinlich gar nicht schreiben. Oh, geweihte Sternlingshandschuhe. Passend zu meinem wunderschönen bisherigen Set. Cooler Thron hier. Yeah. Okay, haufenweise Kisten und sowas. Vielleicht noch im Kleiderschrank. Ja, der Kupferring, genau. Oh, aha. Siehst du, Stone, in den Sachen sind doch brauchbare Sachen drin. Jetzt kannst du einfach draußen auch alles durchsuchen für die Ringe. Nein, so viel ist mir das jetzt nicht wert. Burgfried, Moment. Oh, shit. Hier ist ja deine Frau. Oh, du hast dich schon auf den Boden hingelegt. Ah, okay. Ich glaube, das war nicht freiwillig. Oh, ich kann schwere Rüstung. Oh, nein, warte, töte sie noch nicht. Ja. Die macht ja gar keinen Schaden. Ich habe gerade eben ein schwere Rüstungs-Up bekommen. Wie viel habe ich jetzt gerade auf schwere Rüstung? 85, wisst ihr was? Also 80. Ja. Probieren wir mal, wie schnell wir hier skillen können. Ich trinke so lange einen Schluck. Gut machst du das, meine Beste. Gut machst du das. Ich habe mal so einen hier rein. Ganz schön taktisch hier. Wie und wie viel? Oh, be Jesus. Also es hängt vom Schaden ab auf jeden Fall. Du bist zu schwach. Ah, oh, schaut euch an, wie friedlich sie guckt. Da 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 da. Warte mal, ich habe keinen Respekt vor Säuferinnen. Hast dich wieder hier übertrunken? Ja, hier, der Krug liegt noch da, du kannst mir hier nichts vormachen. Du Drecksau. Alkohol tötet. Freudenherz. Schnallenschuhe. Da fällt mir gerade ein... Moment, Freudenherz. Ist das irgendein besonderes Buch, oder? Freudenherz.
Ach, ist das gleiche perverse Buch, was wir auch damals mal gefunden haben? Oder ist das ein anderes? Ich weiß es nicht. Ist es schon zu lange her? Besen. 6 Gold. Ich nehme jetzt eiskalt hier alle Bücher mit, weil ich sonst immer vergesse, die mitzunehmen, weil die so schön viel wert sind. Ah, das wird mir zu umständlich hier. Oh! Oh, fast übersehen! Yes! Mann, oh Mann, so weit wäre es noch gekommen. So, was haben wir hier? Nerim? Da drüben war auch Nerim, glaube ich. Wo kommen wir hier raus? Auf einem kleinen, süßen Balkon. Na, okay. Tjup. Und dann noch hier. Tjup. Wo sind wir hier? Danke. Machen wir hier. Da, da. Oh, eine Spitzhacke ist mir letztens kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wie viele ich noch habe. Ich nehme trotzdem mal... Oh, nice. Eine mit. Gut. Bevor es mir meine Questmarker kaputt haut, habe ich auch schon mal erlebt, gehen wir hier lang. Dieser Kerl hat uns ja was gedroppt. Passt das hier rein? Yo, Fürst Galdurs Schlüssel. Geheimes Versteck. So, mein Freund, was...